Ich freue mich immer, aus den kleinen Fächern heraus eingeladen zu werden, wie Altorientalistik oder Archäologie, denn ein solches Fach mit der Ägyptologie habe ich ja auch studiert. Außerdem freue ich mich, dass Sie der Exilantin aus Konstanz am Tag des Karnevals, also in Konstanz heißt es Fasnacht, hier ein Asyl gewähren in der Universität. Und ich freue mich sehr, jetzt am Schluss in diese Reihe noch einsteigen zu dürfen, die Sie ja wahrscheinlich zum größten Teil haben hören können. Ich habe sie immerhin in der schönen Zusammenfassung von Herrn Beckmann im Deutschlandfunk auch hören können und einige der vielen Facetten, die hier zur Sprache kamen, auch noch in guter Erinnerung. Ich möchte meine Überlegungen heute zum Identitätsbegriff und seiner Geschichte mit einer kleinen Vignette beginnen. Ich habe mir dafür eine künstlerische Arbeit ausgesucht, und zwar von Christian Boltanski, der hier in Berlin ja bekannt ist durch seine Arbeit, die heißt The Missing House. Wenn Sie sie nicht kennen, suchen Sie dieses Missing House, diese Leerstelle einmal auf. Diese Arbeit, um die es mir jetzt geht, die ist 1972 entstanden, als das Thema Identität überhaupt noch nicht diskursfähig war. Sie trägt den Titel 10 fotografische Porträts von Christian Boltanski. Zu sehen sind hier 10 Fotos im Hochformat, die den Künstler als Kind und Jugendlichen zeigen. Die Einheit der Serie wird in diesem Fall aber gerade nicht durch die Identität des Abgebildeten verbürgt, sondern allein durch das Bildschema der Serie. Authentisch ist nämlich in diesem Falle überhaupt nur das letzte Bild. Alle anderen sind an dieses angeglichen, indem die Körperhaltung des Motivs, die stehende Person mit herabhängenden Armen und vor allem auch der Hintergrund, sonnenbeschienener Weg mit Stufen im Grünen, übernommen werden. Die 10 Bilder zeigen also gar nicht den Wandel einer einzigen Person, sondern in seinen unterschiedlichen Altersstufen, sondern 10 verschiedene und zum Teil sehr unterschiedliche Personen, die allerdings dann im Rahmen eines kulturellen Bildschemas erscheinen, das Einheit im Wandel zu verbürgen scheint. Zu den Bildern gehört auch noch eine Beischrift. Der Blick auf Bilder und Fotografien ist ja selten ungerahmt, sondern wird meistens durch Untertitel, Begleittexte oder Kontexte gelenkt. Nochmal die Unterschrift, die Portrait photographique de Christian Boltanski 1946 bis 1964. In diesem Fall legt der Zeitausschnitt 46 bis 64 eine exakte Chronologie nahe, könnte aber bei genauerer Betrachtung auch durch eine spielerische Umstellung der Zahlen 4 und 6 zustande gekommen sein. Die Beischrift ist hier ebenso wichtig wie die Bildserie selbst. Denn sie wird in ihrer Funktion als autoritative Leseanweisung ausgestellt. Diese Blicklenkung führt dazu, dass die erheblichen Variationen und Differenzen zwischen den Bildern, in diese Serie wurde ja auch ein blonder Jüngling aufgenommen, automatisch ausgeblendet werden. Die Rezeption von Fotografien, darauf macht uns Boltanski aufmerksam, werden also von verschiedenen Faktoren gesteuert. Dazu gehören die verinnerlichten Annahmen über den dokumentarischen Wert von Fotografien und das kulturell vorgeprägte Bildschema Identität im Wandel sowie die Beischriften, die in aller Regel fraglos als Dekodierungsanweisungen übernommen werden. Mit dieser Arbeit von Boltanski sind grundlegende Fragen nach dem Zusammenhang von Bild, Zeit, Erinnerung und Identität angesprochen. Und die Vorgeschichte dieser Themen reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Damals haben Philosophen wie Locke oder Leibniz diesen Themenzusammenhang mit einer Unterscheidung zwischen realer und personaler Identität angekurbelt. Während reale Identität auf dem Nachweis gleicher Substanz beruht, beruht personale Identität auf bestimmten Formen des Selbstbewusstseins und der Selbstvergewisserung, aber auch der Selbststeuerung. Voraussetzung dafür ist das Self-Monitoring, das heißt, die Fähigkeiten, Wahrnehmungen miteinander zu verknüpfen, sich zu erinnern
sowie einen Absichten und einen Willen zu entwickeln. Leibniz spricht deshalb mit Blick auf personale Identität auch von moralischer Identität. Ich zitiere ihn: Die Fortsetzung und Verknüpfung von Perzeptionen macht das identische Individuum real aus, aber Aperzeptionen, das heißt, wenn man sich vergangener Wahrnehmungen bewusst wird, beweisen auch eine moralische Identität und bringen die reale Identität zum Vorschein. Zweimal ist hier von real die Rede. Einmal in Bezug auf die Persistenz und substanzielle Kontinuität der körperlichen Identität des Individuums, die bei Boltanski ja gerade nicht gegeben ist, und einmal in der physischen, in der psychischen Erzeugung einer Kontinuität des Selbstbewusstseins der Person über zeitliche Intervalle hinweg. Während die substanzielle Identität sinnlich fassbar ist, ist personale Bewusstseinsidentität unsichtbar, denn sie wird durch mentale Akte hervorgebracht und tritt nur als deren Produkt in Erscheinung. Der Identitätsdiskurs beginnt in der Neuzeit mit der Unterscheidung zwischen zwei grundsätzlichen Formen von Identität. Eine Identität in Bezug auf unbelebte Gegenstände und Körper einerseits und eine Identität in Bezug auf belebte und ihrer selbst bewusste Personen. Während auch der englische Philosoph John Locke die personale Identität ganz im Sinne von Leibniz über den Wandel der Zeit hinweg mit Hilfe der Brückenfunktion der Erinnerung erklären und etablieren wollte, verweigerte sich sein Landsmann David Hume solchen Konstruktionen, die er als Fiktion zurückwies. Boltanskis künstlerische Intervention steht, wenn man so will, in der Tradition des großen Skeptikers Hume, der zu Lockes Identitätsbegriff kritisch angemerkt hat, ich zitiere diese wichtigen Worte: Wir erfinden ein Kontinuum in unserer sinnlichen Wahrnehmung, um den Bruch zu kaschieren. Wir erfinden eine Seele, ein Selbst, eine Substanz, um den Wandel unsichtbar zu machen. Hume fokussierte also auf Differenz, auf Bruch und nicht auf das Kontinuum im Wandel, das er als Konstrukt und Erfindung zurückwies. Er wollte nichts wissen von der positiven Kraft der Konstruktion und der imaginativen Rahmung eines autobiografischen Narrativs. Autobiografisches Erinnern, so betonen Psychologen und Soziologen, ist eine Bewusstseinsleistung, die Menschen nicht naturwüchsig beherrschen, sondern die innerhalb von Kulturen in konkreten sozialen Kontexten erlernt wird. Sie sprechen in diesem Zusammenhang von Conversational Remembering oder Memory Talk, die in der spontanen oder rituellen Familienkommunikation so etwas wie ein Familiengedächtnis hervorbringen. Identität wird im Gespräch und im Erzählen, zum Beispiel durch den Bezug auf Fotos und Familiengedächtnis, hergestellt. Der Aufbau dieses sozialen Rahmens ist eine konstruktive Arbeit. Fotos sind also immer schon gerahmt, aber nicht eben nur durch die ovale oder rechteckige Einfassung des Bildes hinter einer Glasscheibe, sondern eben auch durch eine Geschichte und eine Erzählung, die den isolierten Bildern einen inneren Zusammenhang gibt. Eigentlich war es genau dieser unsichtbare Rahmen der kohärenzstiftenden Erzählung, für den Boltanski mit seiner pseudo-autobiografischen Präsentation ein interessantes Experiment geschaffen hat. Vordergründig verstehen wir Identität als das Gegenteil von Begriffen wie Differenz, Verschiedenheit, Veränderlichkeit, Diskontinuität oder Unbeständigkeit. Wir haben es dem Philosophen Paul Ricoeur zu verdanken, dass er den bisher geschilderten Stand des Identitätsdiskurses didaktisch effektiv aufgearbeitet und auf eine griffige Formel gebracht hat. Für Ricoeur ist der Identitätsbegriff durch eine innere Spannung gekennzeichnet, die man, und das sind jetzt meine eigenen Worte, sich als eine Ellipse mit zwei Brennpunkten vorstellen kann. Diese Brennpunkte sind auf der einen Seite Identität als substanzielle Selbigkeit, lateinisch idem, englisch sameness, französisch memeté, und
Auf der anderen Seite Identität als mentale Selbstheit, lateinisch ipse, englisch selfhood, französisch ipseité. Bei dem Versuch, diese beiden Brennpunkte der substanziellen und der personalen Identität miteinander in Verbindung zu bringen, geraten wir auf die Zeitebene, in der Identität eben als Beständigkeit im Wandel gelebt und erfahren wird. Auch hier gibt es wiederum zwei unterschiedliche Formen, Identität zu denken. Von Identität spricht Ricoeur einerseits in Bezug auf etwas, das sich in der Zeit durchhält. Beispiele, die er anbringt, sind dafür ein angelernter Habitus, feste Charakterzüge, aber auch Vereinbarungen wie die Verbindlichkeit eines Versprechens. Andererseits entsteht für ihn Identität durch individuelle und kollektive Konstruktionsleistungen der Identifikation. Unter diesen Umständen wird eine verbindliche Orientierung für Individuen und Gruppen durch die Bereitschaft erzeugt, sich mit bestimmten gemeinsamen Werten, Normen, Idealen, Vorbildern, Helden zu identifizieren, was gleichzeitig die Möglichkeit eröffnet, sich in ihnen wiederzuerkennen. Identifikation ist somit eine ganz wesentliche Voraussetzung für Identität, die mit der Aneignung und Verinnerlichung von Werten verbunden ist und damit ihre Verstetigung in Loyalitätsbeziehungen ermöglicht. Nicht alle haben diese Ausweitung des Identitätsbegriffs von der materiellen Selbigkeit zur mentalen Selbstheit lebender Personen in der Zeit mitgemacht. Ich habe schon Hume erwähnt, der den Begriff der Identitätsillusion eingeführt hat und alles an ihr ausschließen wollte, was mit Einbildungskraft und Glaubensüberzeugungen zu tun hat, die er als Fiktionen zurückwies. Der Status dieser Konstruktionsleistungen, wie ich sie nenne, ist übrigens bis heute umstritten. Ich möchte Sie hier auf eine Paradoxie, ja Schizophrenie, aufmerksam machen, mit der ich täglich in unserem geisteswissenschaftlichen Diskurs konfrontiert bin. Während wir einerseits mit Benedict Anderson inzwischen kollektive Identitäten selbstverständlich als vorgestellte Gemeinschaften weiterhin konstituieren, also als vorgestellte Gemeinschaften definieren, die sich durch gemeinsame Werte, Praktiken, Symbolen oder Narrative konstituieren, kritisieren wir eben solche Konstruktionen weiterhin genauso selbstverständlich mit Eric Hobsbawm und Terence Ranger als erfundene Traditionen. Das ist ein Hinweis darauf, dass sich ein Verständnis von der Rolle kultureller Konstruktionen im Aufbau von personalen und kollektiven Identitäten noch gar nicht wirklich durchgesetzt hat. So wichtig es ist, das Wie dieser Konstruktionen kritisch zu durchleuchten, so naiv erscheint es mir, die Konstruktion als solche pauschal unter Verdacht zu stellen und als Fiktion zu entlarven. Denn es gibt ja keine personalen oder kollektiven Identitäten ohne kulturelle Konstruktionen. Begriffsgeschichte ist ein Spezialgebiet der historischen Forschung. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie aktiv betrieben, weil man in den Geisteswissenschaften zuerst einmal das Medium des Forschens selbst, nämlich die Sprache, durchleuchten und nach den Jahren der Verzerrung und ihres Missbrauchs durch den Nationalsozialismus auf eine neue Grundlage stellen musste. Besonders der Name Reinhard Koselleck ist mit der Begriffsgeschichte als einem innovativen und einflussreichen Projekt der Geschichtsforschung verbunden. In dem von ihm mit Otto Brunner und Werner Conze zusammen herausgegebenen Werk Lexikon historischer Grundbegriffe werden auf über 9000 Seiten und nicht weniger als 122 Begriffe analysiert. Das Stichwort Identität sucht man in diesem Großprojekt übrigens vergebens. Bei meinen Überlegungen zur Geschichte des Identitätsbegriffs ist mir etwas aufgefallen, was bisher in der Begriffsforschung, soweit ich sehe, aber bitte korrigieren Sie mich da, noch nicht berücksichtigt worden ist. Begriffe werden in aller Regel in Isolation voneinander untersucht. Das Ergebnis ist dann eine von anderen Begriffen isolierte Geschichte, die als ihre historische Biografie rekonstruiert wird.
Dagegen möchte ich argumentieren, dass Begriffe in engeren oder weiteren Verbindungen miteinander existieren und ihre Bedeutung historisch in gegenseitiger Beeinflussung aufbauen und verändern. Ich möchte deshalb vorschlagen, den Begriff Identität aus seiner Isolation herauszuholen und ihn als Teil eines dreigliedrigen Begriffsclusters zu betrachten. Alle drei Begriffe haben nämlich gleichzeitig in den 1980er Jahren ihre Bedeutung verändert. Dabei geht es keineswegs hier um kleine Bedeutungsverschiebungen, an denen die Geschichte ja reich ist, sondern um eine tiefgreifende symbolische Umbesetzung. Es waren, soweit ich sehe, vor allem diese drei Schlüsselbegriffe, ich nenne sie gleich, die gleichzeitig und in gegenseitiger Abhängigkeit voneinander ihre Bedeutung grundlegend verändert haben. Identität, Gedächtnis und Kultur. Für das Herausgeberteam gab es diese Begriffstrias noch gar nicht. Weder findet sich im genannten historischen Wörterbuch der Begriff Identität noch der des Gedächtnisses. Das Stichwort Kultur taucht zwar auf, aber in seiner älteren Bedeutung als Ergänzungsbegriff zu Zivilisation. Das ist das allerletzte Stichwort seit Zivilisation, Kultur. Meine These zu dieser Begriffstrias möchte ich hier in vier Punkten zusammenfassen. Zunächst möchte ich... Moment, das kann es nicht sein. Okay, da habe ich... Genau, das ist meine These. Zunächst einmal der neue konstruktivistische Zugang, der auch mit einem anthropologischen Zugang, einem medientheoretischen Zugang verbunden ist und auch eine vollkommen neue methodische Annäherung an diese Begriffe, wobei man sagen kann, dass diese Begriffe von ihrer Ausgangsbedeutung gewissermaßen mutiert sind. Und zwar als Trias. Sie sind fortan nämlich gar nicht mehr klar zu trennen. Jeder dieser Begriffe stützt und erläutert den nächsten. Es lösen sich dann auch diese neuen Bedeutungen von nationalen Sonderwegen ab. Denken Sie noch an das Stichwort so Zivilisation versus Kultur. Zivilisation war Englisch oder Französisch und Kultur war Deutsch. Alle diese Sonderwege werden dann in dieser Phase des neuen Kulturbegriffs überwunden und sie gewinnen eine globale Resonanz. Und schließlich setzen diese drei Begriffe in den 1990er Jahren mit einem Generationswechsel sich transnational durch und legen den Grund für neue Forschungsfelder und Disziplinen wie etwa Genderforschung, Cultural Studies oder Memory Studies. All das ändert sich mit dieser Mutation dieser Begriffstrias. Haben wir es in diesem Fall also mit einem Paradigmawechsel zu tun? Ich halte den Begriff des Paradigmawechsels für zu eingeschränkt und würde lieber von einem historischen Einschnitt und einer Erweiterung bisheriger Perspektiven im Rahmen einer neuen inhaltlichen und methodischen Ausrichtung unterschiedlicher Fächer sprechen. Was den Identitätsbegriff angeht, so manifestiert sich dessen Bedeutungsverschiebung in den 80er und 90er Jahren besonders auffällig in einer Verlagerung des Interesses von individueller zu kollektiver Identität. Das Interesse an individueller Identität war zwischen 1950 und 1970 noch einmal durch die Studien Erik Erikssons erheblich angefacht worden. Das Modell dieses Psychoanalytikers galt den Krisen, Etappen, Stufen, die das Individuum in seiner Lebensspanne durchläuft, wobei die psychosexuelle Entwicklung mit der psychosozialen und der psychohistorischen verknüpft wurde. Erikssons Identitätsbegriff ist ganz auf das Individuum und seine unterschiedlichen Rollen ausgerichtet. Sie sehen, das können das jetzt nicht sehen, aber es fängt an mit 0 bis 2 Jahre, 2 bis 4 Jahre, 4 bis 5 Jahre. Am Anfang ist es sehr genau aufgerastet, 5 bis 12 Jahre, 12 bis 19, 20 bis 45, 40 bis 65 und dann 65 folgende. Sie können sich da alle wiederfinden. Also dieses Raster war auf die unterschiedlichen Rollen ausgerichtet, die das Individuum in der Gesellschaft
im Laufe seines Lebens einzunehmen hat. Der Schlüsselbegriff dieses Identitätsdiskurses hieß Development und ist ein ganz zentraler Teil der Modernisierungstheorie westlicher Gesellschaften. Development, Entwicklung, war ein Zentralbegriff. Die neue Begriffstrias Identität, Kultur, Gedächtnis sprengt den Rahmen der Modernisierungstheorie und hat folglich, und das ist meine These, deswegen auch in diesem Denksystem keinen Platz. Die Unvereinbarkeit zwischen Modernisierungstheorie und dem neuen Identitätsbegriff kommt in einem Buch des Historikers Lutz Niethammer sehr klar zum Ausdruck. Der Titel lautet Kollektive Identität, heimliche Quellen einer unheimlichen Konjunktur aus dem Jahre 2000. Dieser Titel drückt bereits ein massives Unbehagen an einem Begriff aus, der in dieser Studie kritisch dekonstruiert werden soll. Niethammer schreibt eine Begriffsgeschichte des Begriffs Identität, nachdem sich der Gehalt des Begriffs durch Einrücken in neue Konstellationen und Kontexte bereits eigentlich schon bis zur Unkenntlichkeit verwandelt hat. In seinem annähernd 700 Seiten langen Kompendium schreibt sich Niethammer die Finger wund und, wie es sich für einen kritischen 68er gehört, auch gegen alles an, was nach einer konservativen oder gar totalitären Aufrüstung eines starken Wir klingt. Niethammer nimmt dabei die Wahrheit dieses Plastikbegriffs, das Ausdruck stammt von Uwe Pörksen, die Wahrheit des Plastikbegriffs aufs Korn und richtet seinen Rundumschlag gegen kollektivistische Mythen und Einheitsfiktionen, die das widerständige und sperrige Individuum in Richtung irgendeiner Identität vereinnahmen wollen. Niethammer ist in diesem Buch aber nicht nur aversiv und meinungsstark, sondern zugleich auch ein hervorragender Historiker, der eine tiefgreifende geistige Wende dokumentiert. Die entscheidenden Passagen finden sich aber nicht im Haupttext, wo er den Kampf gegen den Identitätsbegriff aufnimmt, sondern in den Anmerkungen, wo er Fakten protokolliert. Er kam zum Beispiel im soeben begonnenen Zeitalter, also 2000, der Online-Recherche auf die gute Idee, sich aus dem Bibliothekskatalog der Public Library in New York 500 Buchtitel mit dem Begriff Identity auszudrucken. Bei der Durchsicht dieser Seiten konnte er zwei Dinge feststellen. Das ist sein Ergebnis. Erstens, dass die meisten der Titel, zitiere, Varianten kollektiver und kultureller Identität gewidmet waren, Klammer auf, und nicht, wie ich vermutet hatte, personaler oder psychologischer. Und zweitens, dass fast zwei Drittel allen möglichen Aspekten jüdischer Identität gewidmet waren oder von Autoren jüdischer Herkunft stammten. Dieser Befund wird ein paar Seiten später noch erweitert durch den Blick auf die deutschsprachige Bücherproduktion. Gab es in den 70er Jahren knapp 200 Titel mit diesem Begriff, ist die Zahl in den 1990er Jahren auf 1700 gestiegen. Niethammer kann nicht umhin anzumerken, ich zitiere, die Verdopplung der Neuerscheinungen zur Identität pro Jahrzehnt weist diesem Thema doch eine einzigartige Stellung zu. Diesen vielleicht, wie ich finde, wichtigsten Satz seines Buches hat Niethammer auf Seite 21 in einer langen Fußnote vergraben. Eine Frage stellt er sich in seinem Buch nicht. Wie erklärt sich diese auffallende Konjunktur des Identitätsbegriffs? Auf diese Frage möchte ich 17 Jahre später zurückkommen. Meine tentative Antwort enthält drei Punkte, die unmittelbar an meine Thesen zur Begriffsgeschichte anschließen. Erstens, Identität ist im Verbund mit Gedächtnis und Kultur zu einem die Disziplinen und Nationen übergreifenden Schlüsselbegriff geworden. Zweitens, außerhalb der Universitäten hat die Konjunktur des Begriffs Identität etwas mit der Auflösung politischer Ideologien nach dem Ende des Kalten Krieges und der Suche nach neuen Formen von Zugehörigkeit zu tun. Drittens, innerhalb der Universitäten
verlor der wissenschaftliche Deutungsrahmen der Modernisierungstheorie mit seinem Fokus auf das freistehende Individuum, auf Innovation, Fortschritt und zunehmende Versachlichung der Lebensverhältnisse an Überzeugungskraft. Und an seine Stelle trat in den 1990er Jahren die Kulturwissenschaft mit neuen Fragen, Begriffen und Aufgaben. Niethammer hat eine klassisch ideologiekritische Auseinandersetzung mit dem Identitätsbegriff vorgelegt. Ich schlage dagegen den Perspektivwechsel zu einer historisierenden Analyse vor. Anstatt den Begriff als solchen zu diffamieren und seine Abschaffung zu betreiben, was, wie ich meine, einem quixotischen Kampf gegen Windmühlen gleichkommt, stelle ich ganz andere Fragen. Diese Fragen lauten: Warum wird der Begriff Identität gebraucht? Wie wird er gebraucht und welche Potenziale und Gefahren sind mit ihm verbunden? An diesem Punkt möchte ich die Geschichte des Identitätsbegriffs mit konkreter historischer Anschauung verbinden. Sozusagen meine zweite Vignette. In den 1980er und 90er Jahren gab es nämlich in Deutschland intensive Identitätsdebatten. Eine davon betraf nach der Wende, wie Sie alle und die meisten hier noch wissen, den Umzug von Bonn nach Berlin. Zur Bonn-Nostalgie gehörte die Anhänglichkeit an das Provisorium der Nachkriegszeit, verbunden mit der Absage an staatliche Symbole und internationale politische Verantwortung. Nach dem Umzug nach Berlin kam die Prussifizierung der deutschen Nation mit dem Sinnbild der Rekonstruktion des Stadtschlosses in der Hauptstadt. Angefangen hat das aber alles schon 1981 mit einer Preußenausstellung. Große kulturgeschichtliche Wenden, und das ist eine weitere Idee oder These, vollziehen sich aber nicht unbedingt zeitgleich mit den sichtbaren Zäsuren historischer Ereignisse, wie in diesem Fall der Fall der Mauer. Die geistige Umorientierung, die geistige Wende, von der ich hier berichte, hat nämlich bereits in den frühen 1980er Jahren begonnen. Das lässt sich an der Gründung des Deutschen Historischen Museums in West-Berlin zeigen, auf die ich hier zurückkommen möchte. Die DDR hatte ihr Nationalmuseum und der Historiker auf dem Kanzlerthron, Helmut Kohl, hatte das Bedürfnis, ein Schüler von Koselleck an der Uni Heidelberg, hatte das Bedürfnis, hier gleichzuziehen. Er tat dies in Westdeutschland, wo Intellektuelle identitätsabstinent lebten und sich darauf auch etwas zugute hielten. Unsere Universität ist identitätsfrei, so höre ich noch Heinz-Dieter Kitzsteiner über die Viridiana-Universität sagen. Nach dem damals geltenden Habermas-Kohlberg-Schema, einem Theorem der Modernisierungstheorie, galt es, sich universal und kosmopolitisch auszurichten, das heißt, einen immer abstrakter werdenden Weltbezug zu entwickeln, also ganz auch im Sinne des Eriksonschen Schemas, und dabei fortwährend Grenzen der Zugehörigkeit zu überschreiten. Der atavistische Begriff der Identität, der an kollektiv verbindlichen Merkmalen festhielt, stand dieser Entwicklung und allem Prozesshaften wie ein Bremsblock entgegen. Ein Geschichtsmuseum, wie Kohl es sich wünschte, wurde deshalb als unvereinbar mit demokratischer Freiheit empfunden. Ich möchte Ihnen hier die Plakette zeigen, oder war das hier schon? Hier ist die Plakette, auf der steht: Hier entsteht das Deutsche Historische Museum. Die Bundesrepublik Deutschland schenkt das Museum dem Land Berlin zum 750-jährigen Jubiläum der Stadt am 28. Oktober 1987. Man befürchtete damals ein von oben verordnetes Geschichtsbild nach dem Muster Ostberlins. Die Konturen seines Projekts erläuterte Helmut Kohl in einer Regierungserklärung 83 mit folgenden Worten, und ich zitiere Ihnen jetzt hier mal einige O-Töne aus dieser Zeit, Anfang der 80er Jahre, damit Sie sehen, wie intensiv oder wie auch rhetorisch monoton, können wir auch sagen, dieser Identitätsdiskurs klingt. Wir, die Deutschen, müssen uns unserer Geschichte stellen, mit ihrer Größe und ihrem Elend nichts wegnehmen, nichts hinzufügen. Wir müssen unsere Geschichte nehmen, wie sie war und ist. Ein Kernstück europäischer Existenz in der Mitte des Kontinents.
der jungen Generation muss die deutsche Geschichte in ihren europäischen Bezügen und Bedingungen wieder geistige Heimat werden. In einer Zeit, in der alle Zeichen auf Zukunft eingestellt waren, erwartete man sich nichts mehr von der Vergangenheit. Der Diskurs über die Geschichte war eine Sache professioneller Historiker geworden und hatte sich Anfang der 1980er Jahre weitgehend aus dem öffentlichen Raum verabschiedet. Das hatte zum Beispiel Bundespräsident Scheel beim Historikerkongress 1976 angemahnt. Tatsächlich war ja auch die Strukturgeschichte der Bielefelder Muster, nach Bielefelder Muster, nicht gerade etwas, womit sich eine Gesellschaft identifizieren konnte. Und sie war auch an Schulen nicht so leicht vermittelbar. Mit anderen Worten, sie war ein Produkt der Modernisierungstheorie und ihr ging jeglicher Identitätswert ab. Anschauungen, Ideale, Identifikationen ließen sich von dieser Forschungsrichtung ebenso wenig gewinnen wie aus der französischen Annalschule, wo der Historiker Pierre Nourin genau zeitgleich übrigens mit seinem Großprojekt der Lieu de Mémoire reagierte. Auch Kohl wollte die Geschichte für die Politik und Gesellschaft zurückerobern und sowohl in Berlin im Deutschen Historischen Museum 1987 als auch in Bonn im Haus der Geschichte der BRD 1994 verankern. Das erste Museum, DHM, sollte die christlich-abendländischen Grundlagen der deutschen Kulturgeschichte vom ersten vorchristlichen Jahrhundert bis in die Gegenwart zeigen. Das zweite sollte die politische Geschichte der BRD nach 1945 zeigen. In beiden Fällen ging es um nationale Aneignung von Geschichte im Sinne einer neuen Identitätspolitik. Wichtig war dabei, für Kohl aus dem Schatten des Zweiten Weltkriegs und Nationalsozialismus herauszutreten und die kurze und destruktive Geschichte der Nation in einen langen und eben sehr ansehnlichen Vergangenheitshorizont einzupassen, der von positiven Begriffen wie Abendland, Christentum und Europa bestimmt war. Das Ziel des Museums wurde 1985 von Kohl mit der traditionellen Identitätsrhetorik legitimiert, die da lautet: Es geht um die Schaffung einer Stätte der Selbstbesinnung und der Selbsterkenntnis, wo nicht zuletzt junge Bürger unseres Landes etwas davon spüren können, da wiederholt sich ja immer wieder, woher wir kommen, wer wir als Deutsche sind, wo wir stehen und wohin wir gehen werden. Dieses Identitätsprojekt wurde dabei mit einem Seitenhieb gegen die DDR als sachlich und ideologiefrei verkauft. Dennoch schlugen die Wogen der westdeutschen Kritik damals hoch. Man warf dem Projekt Relativierung und Verherrlichung der NS-Zeit und des Holocaust vor und argumentierte, das geplante Museum verordne ein konservatives, einheitliches Geschichtsbild zur unkritischen nationalen Identitätsstärkung. Kohl kam damals etwas in die Quere, was er nicht geplant hatte, und das war der sogenannte Historikerstreit, in dem westdeutsche Historiker 86 bis 87 um die Frage stritten, ob die NS-Verbrechen irgendwann einmal im historischen Archiv verschwinden dürfen oder ob der Holocaust eine singuläre neue Rolle im öffentlichen Geschichtsbewusstsein der Deutschen spielen sollte. Dieser Historikerstreit löste einen ganz anderen Diskurs der Selbstbesinnung und Selbsterkenntnis aus, als ihn Kohl im Sinn gehabt hatte. Die Frage nach dem Stellenwert des Holocaust im Bewusstsein der Deutschen, über die bis zur Eröffnung des zentralen Denkmals für die ermordeten Juden Europas hier in Berlin knapp zwei Jahrzehnte öffentlich erbittert gestritten wurde, war die von Kohl ausgesparte Seite des deutschen Identitätsthemas. Der Historiker Helmut Kohl war also nicht nur an Geschichte, sondern vor allem auch an Gedächtnis und Identität interessiert. Er bediente sich dabei eben jener Identitätsrhetorik, die Niethammer 15 Jahre später kritisch ins Visier genommen hat. Ich möchte nochmal aus der Eröffnungsrede des DHM von 1987 zitieren, wo wiederum die Topoi recycelt werden. Da heißt es: Erst durch die Auseinandersetzung mit unserer Geschichte werden wir fähig, Gegenwart zu begreifen und Zukunft zu gestalten. Solche Sätze können Sie jeden Tag in der Zeitung lesen oder bei Festreden hören.
Wir können weder den früheren noch den künftigen Generationen gerecht werden, wenn wir nicht wissen, woher wir kommen, wenn wir die Geschichte des eigenen Volkes nicht kennen oder sie uns nicht vergegenwärtigen, in ihren Höhen wie in ihren Tiefen. Zur Ehrlichkeit gehört, dass wir uns der ganzen Wahrheit und damit der ganzen Geschichte stellen. Nur so finden wir zu uns selbst. Die ganze Wahrheit war in diesem Falle die Einordnung der NS-Geschichte in ganz langfristige historische Bezüge. Das bedeutet zugleich, es ging hier darum zu vermeiden, dass die deutsche Geschichte auf die 12 Jahre der NS-Zeit reduziert wurde. In einer annähernd 2000-jährigen Geschichte, so ist zu hoffen, reduziert sich dann diese Geschichte doch zu einem unbedeutenden Nebenschauplatz. Ich möchte hier aber auf das Wort vergegenwärtigen nochmal zurückkommen und zur Erläuterung den Philosophen Hermann Lübbe anführen. Seine Überlegungen können nämlich auch als ein Kommentar für das Museumsprojekt Pols herangezogen werden. Lübbes Beitrag erschien in dem 1979 erschienenen Band der Forschergruppe Poetik und Hermeneutik mit dem Titel Identität. Aber Achtung, wo Identität draufsteht, muss nicht unbedingt Identität drin stecken, jedenfalls nicht unbedingt die, an die wir heute denken. Das Wort hatte 1979 noch keineswegs die semantische Ausrichtung, auf die Niethammer später so allergisch reagierte. Gegen dieses Buch hätte er sicher nicht ein weiteres angeschrieben, mit einem weiteren angeschrieben. Identität kam hier noch einmal breit gefächert in all ihren logischen, philosophischen und sozialen Facetten zur Sprache. Siehe die Stichworte Ipse und Idem, auf die ich ja bereits in meinem ersten Teil eingegangen bin. Der Philosoph Hermann Lübbe gehört wie sein geschätzter Kollege Odo Marquardt zu den sogenannten Kompensationstheoretikern. Ein Kompensationstheoretiker ist ein Modernisierungstheoretiker, der die Probleme der Modernisierung klar diagnostiziert, sie aber nicht bloßstellt oder kritisiert, sondern durch entsprechende Maßnahmen kompensiert. Eine solche Maßnahme ist die Verordnung von Identität. Sie entsteht für Lübbe durch das Sichtbarmachen symbolischer Zeichen, die Einheit, Beständigkeit, Zusammenhalt verbürgen. In diesem Sinne war für Lübbe die Identitätspräsentationsfunktion der Geschichte, wieder so ein Wortungetüm von Lübbe, eine Kompensation für den Mangel an Traditionen in der Moderne und die Unsicherheit des Individuums in einer immer unübersichtlicher werdenden Welt. Ich zitiere Lübbe: Gesteigerte Unsicherheit über die deutsche Ortsbestimmung in neuester Zeit führt zur Suche nach Befestigung politischer und gesellschaftlicher Identität. Und hier kommt der Geschichte eine wichtige Aufgabe zu. Auch so könnte man das Kohlsche Museumsprojekt zusammenfassen. Die fundamentale Identitätskritik, die besagt, dass Identität etwas Schlechtes ist, das unbedingt abgeschafft werden muss, hat kürzlich noch einmal einen ganz leidenschaftlichen Vertreter gefunden. 2017 hat der französische Gräzist und Sinologe François Julien seine Streitschrift mit dem plakativen Titel »Es gibt keine kulturelle Identität« veröffentlicht. Die Pfeile, die diesmal gegen das Konzept Identität abgeschossen werden, kommen wiederum ausschließlich aus dem Köcher der Modernisierungstheorie. Die Wiederholung dieser Geste 16 Jahre nach Lutz Niethammer zeigt vor allem eines, dass trotz der tiefgreifenden geistigen und akademischen Orientierungswende um das Jahr 2000 der Denk- und Deutungsrahmen der Modernisierungstheorie weiterhin als ein selbstverständliches, normatives und universales Erklärungs- und Deutungsmuster in Geltung ist und noch nicht, das ist das für mich Entscheidende, noch nicht in seinen Konturen als ein historisch kontingentes westliches Diskurs- und Denkmodell sichtbar geworden ist. Indem ich diese Konturen im Folgenden kurz herausarbeite, möchte ich dieses Denkmodell keineswegs verwerfen, sondern nur aufzeigen, wo dessen potenzielle, aber auch Gefahren oder vor allem auch Grenzen liegen. Ideologien haben und brauchen wir alle. Es ist unergiebig, Ideologie immer nur den anderen zu unterstellen und sie zu denunzieren oder zu entlarven, während man sich selbst
frei von Ideologie wähnt. Wir brauchen unbedingt einen neutralen Begriff von Ideologie, der mit der Verpflichtung zur selbstkritischen Selbstpositionierung einhergeht und auch die kognitive Fähigkeit zur Umperspektivierung einschließt. Sich selbst auch mit den Augen der anderen zu sehen, heißt ja nicht, das eigene aufzugeben. Es heißt aber, hegemoniale Ansprüche einzuschränken und dabei vielleicht auch geistig flexibler, empathischer und letztlich auch friedlicher zu werden. Julien hat sich zwei Begriffe aus der Begriffstriade ausgewählt, nämlich Kultur und Identität. Diese beiden Begriffe möchte er entessentialisieren. Das ist verständlich und damit liegt er völlig im Trend aktueller Diskussionen. Um den Kulturbegriff von seiner Substanz zu reinigen, führt Julien das Wort Ressource ein. Die Gleichsetzung von Kultur mit Ressource führt allerdings zu einer radikalen Reduzierung des Begriffs. Die aktive Arbeit der Konstruktion und der Erhaltung eines materiellen und symbolischen kulturellen Erbes und Repertoires kommt bei ihm nicht mehr vor. Damit übergeht er stillschweigend zentrale Institutionen des kulturellen Gedächtnisses, die ja damit beauftragt sind, wie Archive, Bibliotheken oder Museen. Kultur schrumpft bei ihm zu einem abstrakten Bestand an ewigen, immer gleich zugänglichen Texten von Platon oder Parmenides zusammen, aus denen immer wieder radikal neue Ideen generiert werden können. Das ist ja nicht falsch, aber es schneidet alle Formen kultureller Arbeit ab, die nicht auf Innovation und Veränderung ausgerichtet sind und die Voraussetzung dieser Tätigkeiten auch bilden, wie zum Beispiel die Auswahl oder die Kanonisierung solcher Texte, ihre Konservierung, ihr Bestandsschutz, Lernen, Aneignen, um hier nur ein paar Aspekte der gesamten kulturellen Arbeit zu nennen. Dass der Bezug zu einer Kultur, Tradition oder Lebensform die Identität eines Menschen unterstützen oder auch stärken könnte, wird von Julien geradezu ausgeschlossen. Die Kultur, ich zitiere jetzt einen längeren Abschnitt, die Kultur, verstanden als Ressource, zielt schließlich auf das Gegenteil ab, eine Förderung der existenziellen Fähigkeiten des Subjekts, vor allem jener der Loslösung, aus der das Bewusstsein gewissen Conscience erwächst. Diese Förderung des Subjekts besteht gerade darin, dass es durch die Kultur in die Lage versetzt wird, die Begrenzung seines Ichs zu überwinden, die Integration in eine Welt hinter sich zu lassen und folglich aus Ex einer Unterwerfung herauszuziehen, um zu einer Freiheit zu gelangen, also, wie ich es nennen würde, im eigentlichen Sinne zu existieren. Das klingt ja alles super, ist aber in seiner Wirklichkeitsferne aber auch erschreckend. Was mich hier erschreckt, ist der Gegensatz zwischen Unterwerfung und Freiheit, der in diesem Satz und in dem Buch überhaupt aufgebaut wird. Identität wird durchgängig mit Unterwerfung gleichgesetzt, Kultur mit Freiheit. Dieser Gegensatz produziert eine Zwangsalternative und mit ihr die Norm eines ganz hohen moralischen Anspruchs. Das ganze Buch ist durch diesen klaren Gegensatz gut versus schlecht strukturiert. Was bedeutet das für die Begriffe Kultur und Identität und wie ist die Freiheit zu verstehen, um die es Julien hier geht? Kultur wird von ihm durchgängig mit Bewegung assoziiert, während Identität mit Stasis und Stillstand konnotiert ist. Was nicht Bewegung und Freiheit ermöglicht, führt automatisch zur Abschottung und Einsperrung in ein enges Gehege. Bewegung entsteht, wie wir schon gehört haben, durch Loslösung, durch Gewinnung von Abstand und den Bruch mit bekannten Positionen. Kultur als Ressource ist weniger die Beförderung eines Individualismus mit seinem beschränkten Selbst, als vielmehr des Subjekts als eines Ichs. Ich, das seine Stimme erhebt und, davon ausgehend, in der Welt die Initiative ergreift und somit ein Projekt anstößt, das angetan ist, die Begrenztheit dieser Welt aufzubrechen. Es stellt sich damit außerhalb dieser geschlossenen Welt und beginnt so im eigentlichen Sinne zu existieren. An diesem Zitat wird deutlich, wie abstrakt, fordernd und unrealistisch der Anspruch ist, der hier an das Individuum gerichtet ist.
Es soll sich nicht um sein beschränktes Selbst kümmern, sondern aus allen sozialen Banden aussteigen und in dieser Unmittelbarkeit als freistehendes, emanzipiertes, autonomes Subjekt die ganze Welt aus den Angeln heben, nichts weniger als das. Dieses Subjekt hat nur einen Auftrag, die Welt durch Innovation beständig in Bewegung zu halten. Nur was, ich zitiere, von der Norm, vom Erwartungsgemäßen und Üblichen abweicht und permanente Erneuerung in Gang setzt, ist für die Kultur relevant. Julien hat offenbar einen ganz anderen Begriff von Kultur, als er seit den 1990er Jahren in Gebrauch ist. Kultur als Ensemble von Lebensformen und Praktiken, Ideen, gemeinsamen Erfahrungen, die Menschen als ihre spezifische Umwelt miteinander aufbauen. Juliens Begriff von Kultur wird sofort plausibel, wenn man ihn durch den Begriff Kunst ersetzt. Er beschreibt nämlich ganz genau die Dynamik des Systems moderne Kunst. Wie es in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts etwa von Tynjanow oder auch T.S. Eliot formuliert worden ist. Modernisierung führte damals zum Aufbrechen eines statischen Traditionsbegriffs, in dem jeder wirklichen künstlerischen Innovation die Kraft eines umfassenden Systemwandels zuerkannt wurde. Eine ganz wunderbare Idee, die ich ganz und gar unterschreiben würde, aber niemals als Kultur verallgemeinern würde. Julien steht fest auf dem Boden einer ästhetischen Modernisierungstheorie. Diese Position ehrt ihn, aber die Gleichsetzung von Kunst und Kultur ist in diesem Fall wirklich ein Kategorienfehler. Von der globalen Wende der Begriffstrias Kultur, Identität, Gedächtnis in den 1990er und 2000er Jahren hat er überhaupt keinen Wind bekommen und kämpft weiterhin verbittert und entschlossen gegen sie an, wie einstweilen Niethammer oder eben auch Don Quixote mit den Windmühlen. Ich möchte hier noch einmal betonen, dass mir sehr viele Beschreibungen und Thesen des Buches von Julien sehr vertraut und auch sehr sympathisch sind. Wogegen ich mich aber hier entschieden wende, ist der universalistische Anspruch, mit dem hier Grundsätze der Modernisierungstheorie vertreten werden. Ich sehe darin einen fundamentalen Mangel an Selbstaufklärung. Was mir hier fehlt, ist die selbstkritische Einsicht in die historische Kontingenz und geografische Beschränktheit dieses eigenen Verständnisses von Kultur. Die Reichweite des autonomen und emanzipierten Subjekts der Freiheit, wie es Julien noch einmal stark macht, frei von allen Banden und Bindungen der Nation, der Ethnie, des Geschlechts oder der Familie, ist realistischerweise doch sehr beschränkt. Der Autor wettert gegen einen ideologischen Gebrauch von Identität an, ohne zu ahnen, dass sein eigener Begriff von Kultur äußerst ideologiegesättigt ist. Was er als universale Norm einfordert, kann nicht für alle Menschen akzeptabel oder geeignet sein. Wir haben seit den 80er und 90er Jahren dazugelernt und wissen, dass der westliche Sonderweg der Modernisierung und Selbstbefreiung, der Beschleunigung des Fortschritts nicht als universale Weltformel taugt. Ich komme langsam zum Schluss. Die Geschichte des Identitätsbegriffs ist mit Oppositionen gepflastert, wie Sie merken. Wir haben angefangen mit idem versus ipse, individuell versus kollektiv, Unterwerfung versus Freiheit. Als ein weiteres Begriffspaar möchte ich hier noch den Gegensatz selbstkritisch versus selbststeigernd hinzufügen. Kollektive nationale Identität, so fürchtete Niethammer, artet automatisch in eine chauvinistische Aufforderung zur Wir-Stärke aus. Dazu hat das von Kohl eingesetzte und von Stölzel eingerichtete Deutsche Historische Museum entgegen allen Befürchtungen allerdings nicht beigetragen. In einer Demokratie nämlich, wo eine kritische Reflexion der Selbstbesinnung und Selbsterkenntnis gepflegt wird, muss von einem solchen Museum keine politische Bedrohung ausgehen. Es gibt aber auch Länder, in denen das ganz anders ist. Die kroatische Schriftstellerin Dubravka Ugresic zum Beispiel leidet in ihrem Land derzeit unter einem bedrohlichen nationalen Identitätsboom. Identität, so schreibt sie in einem biografischen Essay, sei ein Wort, auf das sie inzwischen allergisch reagiert. Der Grund ist, dass sie in ihrer Heimat einer Überdosis Identität ausgesetzt war und sie dieses Wort wie Pollen eingeatmet hat, was nun zu physischen Beschwerden und eben zu einer Identitätsallergie geführt hat. Ich
zitiere mal einen literarischen Text zu diesem Thema. Sie schreibt, in meiner Heimat hat man mit diesem Wort lange und beharrlich meine Gehörgänge und Trommelfälle attackiert und mich damit geprügelt. Kein Wunder, dass sich bei mir eine chronische Aversion entwickelt hat. Also das Modell ist der Heuschnupfen. Meine eigenen Landsleute haben zur Verteidigung ihrer Identität so viel geschrien und gejammert, so viel gebellt und geknurrt und mit ihren Hundehalsbändern gefunkelt. Anfangs respektierte ich ihr Streben nach Identität. Ich selbst habe keine und sie fehlt mir auch nicht. Dann aber gingen sie im Namen ihrer Identitäten wie die tollen Hunde aufeinander los. Auch mir zeigten sie die Zähne. Wie kannst du ohne Identität leben, knurrten sie. Danke, ich brauche keine. Macht, was ihr wollt, aber ich bin allergisch, antwortete ich höflich. Es half nicht, sie gingen mit Stempeln auf mich los, wollten mir sogar ein Hundehalsband anlegen. Doch ich entkam zum Glück irgendwie. Ein anderes europäisches Land, in dem der Identitätsdruck derzeit bedrohlich ansteigt, ist Polen. Hier geht die Repression nicht wie in Kroatien von unten, sondern von oben aus. Die Regierung hat am 1. Februar 2018 ein Gesetz verabschiedet, das jede Form einer Geschichtsschreibung verbietet, das die Polen als mitwirkend am Holocaust darstellt. Damit wird das Thema Kollaboration offiziell tabuisiert, unter Strafe gestellt und die Geschichte bereinigt. Die Politik der konservativen PIS, Recht und Gerechtigkeitspartei, sieht ihre Aufgabe darin, ein kollektives nationales Selbstbild zu schaffen, das ausschließlich auf Stolz, Ehre und andere positive Merkmale gegründet und deshalb nicht durch selbstkritische historische Aufklärung verunreinigt werden kann. Die Identität der Nation wird damit pseudoreligiös aufgewertet und zu etwas Reinem und Heiligen gesteigert. Dieses Heiligtum der Nation muss deshalb von einer Zensur geschützt werden, die Formen der Selbstkritik als eine Art von Blasphemie ahndet. Doch nicht Identität als solche ist das Problem, sondern wie sie konstruiert, praktiziert, verordnet oder entzogen wird. Um mit den Problemen, mit denen wir zurzeit konfrontiert sind, differenzierter umgehen zu können, müssen wir, ich würde mal sagen, erstens aufhören, Identität als solche zu dämonisieren. Das hat nämlich zu einer sehr unproduktiven Verengung des Identitätsbegriffs geführt. Identität, das rufe ich hier nochmal in Erinnerung, ist als Selbstbezug und Arbeit des Bewusstseins und der Imagination, als Entwurf, als Angebot, Projekt oder Rahmen absolut für Menschen unverzichtbar. Sie ermöglicht Selbstreflexion und Orientierung. Individuelle und kollektive Identität schließen sich auch keineswegs aus. Das zeigt sich ja bereits an den Namen, die wir mit uns herumtragen. Kollektive Identität markiert genetische und historische Verortung. Sie stiftet Zugehörigkeit, ermöglicht Wiedererkennung und schafft gemeinsame Perspektiven. Zweitens müssen wir neben den Potenzialen und Chancen der Identität ihre Probleme und Gefahren genauer diagnostizieren. Dafür müssen wir ihre Geschichte aber besser verstehen und ihre malignen Varianten genauer studieren. Wo verkommt Identität als Zugehörigkeit und wird zur Waffe im politischen Kampf um Stimmen, Macht und Ressourcen? Wo kippt Identität als Mittel zur Inklusion um in ein Mittel zur Ausgrenzung, Verfolgung, Vernichtung von Minderheiten? Auf welchen Emotionen und Erfahrungen ist eine Identität jeweils aufgebaut? Welche Bedürfnisse und Aufgaben erfüllt sie? Wer kann von ihr profitieren und vor allem, wer leidet unter ihr? Wir brauchen ein, ich würde sagen, Inventar von kritischen Fragen und verallgemeinerbaren Standards, kurz, wir brauchen eine Grammatik der Identitäten und um diese Diskussion systematisch in Gang zu setzen. Das wäre der Beginn einer anderen Vorlesung, die noch nicht geschrieben ist. Aber hier endet die geschrieben ist. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören.